Bundestagswahl. Was Sie vorher unbedingt auf jeden Fall zwingend wissen sollten. Bevor Sie am Sonntag Ihren Wahlzettel in die ewigen Jagdgründe der Wahlurne werfen, sollten Sie sich über einige Aspekte Gedanken machen. Die CDU will Kanzlerin werden, die SPD auch, aber Kanzler. Die FDP will nicht Kanzler werden, obwohl, würde sie wohl auch schon gern, aber das geht ja nicht, also will sie unbedingt mitspielen. Die Grünen wollen, dass die SPD Kanzler wird, nicht Kanzlerin. Die AfD will irgendwas mit dem Euro oder ohne ihn. Die Piraten wollen Internet und ganz viel Freiheit. Die Linke will Mindestlohn und dass der Krieg aufhört. Das will die CDU zwar nicht, aber die beiden finden sich sowieso nicht so gut. Den Mindestlohn will die SPD auch, aber nicht mit der Linken. Außerdem nicht so unverschämt viel davon. Die FDP findet, dass die Löhne das lieber mit sich alleine ausmachen sollten. Mindestens. Eine große Koalition will die CDU nicht. Die SPD auch nicht. Einerseits. Andererseits wollen die SPD und die CDU auch nicht, dass Grüne und FDP zu wenig Stimmen kriegen oder sie selbst. Stimmen abgeben wollen sie aber auch nicht. Am liebsten wäre es ihnen, wenn sie selbst am meisten Stimmen kriegen oder am zweitmeisten. Und Grüne und FDP am zweitmeisten oder eben am drittmeisten, wenn SPD oder CDU nur am zweitmeisten viele bekommen haben. Da aber nur eine Partei am meisten oder zweitmeisten Stimmen bekommen kann, überlegen CDU und SPD still und heimlich doch vielleicht eventuell unter Umständen möglicherweise eine große Koalition zu machen. Wenn sie die meisten und zweitmeisten Stimmen haben, geht das ja. Falls CDU und FDP nicht genügend Stimmen bekommen, SPD und Grüne aber auch nicht, könnten vielleicht SPD, Grüne und Linke eine Regierung bilden. Können sie aber doch nicht, weil die SPD sagt, dass die Linke doof für Europa und mit dem Holocaust noch nicht durch ist. Vielleicht könnten auch AfD, FDP und CDU Kanzlerin werden, aber dann muss der Euro weg. Oder zumindest Europa oder ein paar europäische Länder oder der Euro in einigen europäischen Ländern oder der Euro in Deutschland oder so. Und den Euro hat Merkel ganz doll lieb. Vielleicht kommt die AfD aber auch gar nicht in den Bundestag oder die FDP nicht oder die Piraten nicht, obwohl die eh wahrscheinlich keine Koalition bilden wollen. Oder alle drei kommen nicht rein. Wenn nur SPD, CDU und Grüne die 5%-Hürde schaffen würden, könnten SPD, CDU und Grüne die Regierung bilden. Kommen die Grünen nicht rein und die FDP auch nicht, müssten CDU und SPD das alleine machen. Das wäre dann eine große Koalition und niemand könnte etwas dafür, weil ja sonst keiner da ist. Vielleicht kommt es aber auch ganz anders.